Tom Fechner ist einer der leitenden Architekten dieses wunderbaren Projektes, auf dem wir jetzt oben draufstehen, zumindest eines Teils davon, nämlich der Macherei hier in München. Was ist das Besondere am Quartier Macherei, Herr Fechner? Es ist die erste wirkliche urbane Quartiersentwicklung an der schnell verlaufenden Berg am Leimstraße, ein zentraler neuer Punkt mit Aufenthaltsqualität, Verbindung zur neu gegründeten Nachbarschaft. Hier auch eine grüne Verbindungsachse, die später hier noch dazu kommen wird. Man steht im Zentrum des Ostens hier und wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung, die das Quartier für die ganze Gegend hier im Osten bringen wird. Lassen Sie uns ein bisschen über den Planungsprozess sprechen. Sie sind ganz früh mit dabei gewesen. Was war Ihr Part beim Gesamtkonzept der Planung hier? Sie sind ja sozusagen mit Urvater des Ganzen. Wir sind verantwortlich für die städteplanerische Konzeptionierung des Gesamtareals. Wir waren dabei bei den ersten Strichen, bei den ersten Gesprächen mit der Stadt, mit der Stadtverwaltung. Die Verkehrsführung, offene Flächen, private Flächen, Kubatur, Flächenverwendung des Areals, das konnten wir über einen längeren Zeitraum hin entwickeln. Und das Ganze führte dann zu einem Realisierungswettbewerb, aus dem die Kollegen Hollwig Kuschner aus New York und Holger Meyer zusammen mit uns hier in die Projektentwicklung der einzelnen Gebäudeteile beauftragt wurden. Und es gibt eben auch einen historischen Bezug, weil die Ziegel, die in München verbaut worden sind, die stammen aus Berg am Leim. Oder in großen Teilen, zumindest bei ganz renommierten Gebäuden. In Teilen hier im Hochland von München, am Hochhof in Berg am Leim, waren früher die Ziegelfabriken, die auch teilweise die Altstadt und die Innenstadt mit Ziegeln versorgt haben. Und gerade hier am Standort versuchen wir durch die Ziegelarchitektur hier Bezug zu den alten Gegebenheiten wiederherzustellen. Tom Fechner ist einer der leitenden Architekten dieses wunderbaren Projektes, auf dem wir jetzt oben draufstehen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass ein solcher Gebäudeabsatz, der oben drauf gesetzt worden ist, der aus großen Glasflächen besteht, natürlich Sonnenschutz deutlich mehr benötigt als einer, der weiter unten liegt. Da haben wir gleich zwei Gründe, nämlich einmal, wir haben deutlich größere Glasflächen und wir sind noch höher, das heißt, wir haben noch mehr Sonneneinstrahlung. Das hat eine besondere Bedeutung. Welche Überlegungen haben Sie sich diesbezüglich angestellt? Die unterschiedliche Ausrichtung im Sonnenschutz hat zwei Themen zufolge. Wir haben im Norden haben wir die Lamellen als feststehende Lamellen, in den restlichen Gebäudeorientierungen als voll bewegliche Lamellen, die den Sonnenständen entsprechend schaltbar und folgend angeordnet werden können. Durch die Anordnung der Lamellen in Streckmetall können wir gute FC-Werte erzielen, die auch auf den Sonnenstand, auf die Stellung des Sonnenstandes eingehen. Sie haben gerade das Thema FC-Wert angesprochen. Das ist etwas, was die technisch Versierten unter uns kennen. Das heißt, es geht darum, wie viel Licht zum einen ins Gebäude reinkommt, zum anderen aber auch, wie viel Wärmeleistung draußen bleibt. Das ist mit 0,3 als Anforderung gegeben. Wir haben es in großen Teilen auf 0,21 oder 0,27 geschafft im Gebäude. Da kann man ganz zufrieden mit sein, oder? Das kann man. Es war von Anfang an ein Ziel oder natürlich ein Ziel, die Grundlage hier, den entsprechenden Sonnenschutz, der über die Bauphysik vorgegeben wurde, zu erreichen. Es war wichtig, in Zusammenarbeit mit Glashersteller und Sonnenschutz die Werte zu erreichen. Die unterschiedliche Steuerung der Elemente, die unterschiedliche Ausrichtung der Elemente wurden hierbei berücksichtigt, sodass wir mit dem hier vorfindenden System wunderbar die Werte erreichen, die wir eigentlich durch die Bauphysik benötigen. Vor mir steht Johann Eberl, er ist Gebietsleiter im Bereich Sonnenschutz bei Colt International. Wir stehen hier mitten in München im Osten dieser wunderbaren Landeshauptstadt, haben sehr viel Sonne, das passt zum Thema Sonnenschutz natürlich absolut perfekt und sprechen heute über die Macherei, ein Projekt, das schon seit 2017 bei dir auf dem Schreibtisch liegt und da immer wieder Verarbeitung findet. Was ist das Besondere an der Macherei? Das Besondere an der Macherei, Christoph, ist, dass die Macherei auf einem ehemaligen Industriegelände einer Pharmafabrik aus dem letzten Jahrhundert
errichtet wird. Und zwar ein Gebäude ist dann für das nächste Jahrhundert. Ausgestattet mit dem möglichst Machbaren, was zurzeit möglich ist für moderne Gebäude. Dazu zählt auch der Sonnenschutz. Jetzt ist hier eine Streckmetalllamelle verbaut worden, die in Teilen auch nachfahrbar ist, also sprich sonnenstandsgeführt werden kann. Warum hat man sich gerade für dieses System entschieden? Die Streckmetalllamelle oder ganz allgemein gesagt eine perforierte Lamelle bietet die Möglichkeit, den Sonnenschutz zu gewährleisten, allerdings auch gleichzeitig die Möglichkeit, einen gewissen Bezug nach draußen zu erhalten. Und das zu gleicher Zeit. Jetzt weiß ich aus der Historie heraus, dass gerade die Füllung der Lamelle, also die Lamelle als solche, großes Thema war über eine längere Zeit. Warum hat man sich gerade für Streckmetall entschieden? Ist es ein Bezug zum Gebäude, ist es ein Bezug zum Umfeld? Ich sag mal, der Bezug zu dem Streckmetall kam wahrscheinlich aus dem ersten Gedanken der Architekten, dass eine Fassade gestaltet werden soll, indem man ein Gerüst abbaut und mit einer Art Gerüstbohle dann quasi den Sonnenschutz gewährleistet. Und dieses Streckmetall oder diese Lamelle, die wir jetzt kreiert haben und generiert haben und an die Fassade gebracht haben, kommt ihm schon sehr, sehr nahe. Wir waren gestern schon hier, haben schon gestern gefilmt, haben uns das Ganze angeschaut. Da ist mir aufgefallen, wir haben da hinten eine Stahltreppe, die nach oben führt, das vermutlich auch eine Art Fluchttreppe ist. Da habe ich festgestellt, das Bodenmaterial dieser Stahltreppe spiegelt ein gutes Stück weit unsere Streckmetalllamelle wieder. Das ist also so, dass die Materialien hier miteinander korrespondieren. Ja, das ist ja auch das Schöne daran, dass hier verschiedene Baustile aus vielen Jahrhunderten zusammengebracht werden zu etwas Neuem, Gesamten und etwas Neuem, was auch zusammengehört, obwohl es aus unterschiedlichen Epochen stammt. Und diese Adaption von diesem Treppenaufstieg oder von dieser Freitreppe zu dem Gerüst, zu der Lamelle, ist natürlich gegeben. Am Ende ist man mit einem großen Projekt dann auch soweit, dass es an der Wand ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben es ausprobiert, die Lamellen fahren schon, es funktioniert alles sehr gut. Es ist ganz, ganz spannend geworden. Die Lamellen sind jetzt fast 3,70 Meter groß. Das ist sogar noch ein Stück weit über der Gebäudegeschosshöhe. Da habe ich gedacht, Mensch, 3,70 Meter, das ist schon ganz schön groß. 3,70 Meter ist schon ganz schön hoch und da muss man statisch einiges dafür tun, dass diese Lamelle auch funktional bleibt bis zu Ende Windstärke 7, dass sie die Lasten aushält, dass die funktional bleibt. Auch wenn Wind ist, wollen wir ja auch Sonnenschutz haben. Da haben wir natürlich dafür gesorgt, dass dem so ist.